Berenike auf ihrer Rexana. Das heißt doch das Deo von Steffi Graf. Hä? Na, verkauft ihr eure Babypuppen und Bilderbücher? Nee, wir verkaufen unsere Reithelme, weil man damit nämlich total bescheuert aussieht. Ach du grüne Neune. Ach du schleimige Anneliese. Ihr seid mir echt zu blöd. War doch nur Spaß. Wir sind doch eigentlich super Freundinnen. Auch wenn du uns nicht zu deiner Party eingeladen hast. Also noch nicht. Da könnt ihr lange warten. Aber dass du deine Flöte verkaufst, kann ich verstehen. So grottig, wie du spielst. Ihr seid echt total bescheuert. Die mit ihrem bescheuerten Deo-Pferd. Ah, die Kaninchen! Oh Mann! Schrotti? Schrotti! Alles okay. Marlon? Ich glaube, ich bin okay. Und ich bin Cheyenne. Schmeißen Sie schon auf die Straße wegen mir. Marlon, irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie der weiter heißt. Oder ob Superstars überhaupt einen Nachnamen haben. Auf jeden Fall findet er sich total heiß und glaubt, dass er die Welt retten kann. Du hier? Bei uns? Das ist ja der Wahnsinn. Warum? Also, warum bist du hier? Trittst du hier auf? Können wir da hin? Können wir endlich weiter? Seine Managerin kümmert sich, falls noch was sein sollte. Du irgendwelche Schmerzen hast oder so. Mhm. Cool. Und jetzt noch ein Selfie. Pizza und ganz viel Cheese. Kannst du die mal wegnehmen? Hey! Das bin ich, Lotta Petermann, 11 Jahre alt. Cheyenne, meine allerbeste Freundin. Wir sind immer zusammen. Wir mögen dieselben Spiele, wie zum Beispiel Beerdigungsspielen mit Cheyennes kleine Schwester Chanel. Ich will nicht mehr tot sein! Meine Mama kauft ununterbrochen die komischsten Sachen. Meine afrikanische Nashornbahn! Mein Papa, Frühaufsteher, er liebt nichts mehr als Ruhe, denn er ist immer, wirklich immer krummelig. Das ist Mamas neuer Chef, Heiner Krishna. Isopfurz. Der ist irgendwie komisch. Leise, bitte leise! Mein Name ist Gisela Kackert und wer Witze über meinen Namen macht, der stirbt einen qualvollen Tod. Sorry, Berenike von Bödecker. Ich bin hübsch, ich bin reich und ich bin das beliebteste Mädchen der ganzen Schule. Voll das Mobbing, ey. Und sei als Einzige der ganzen Schule nicht einzuladen. Alles okay. Marlon? Wir sind voll dicke mit denen. Kannst du die mal wegnehmen? Wenn ihr ihn so super kennt, könnt ihr ihn ja mitbringen zu meiner Party. Nicht so. So, was kann ich denn dafür, dass der mich mag? ich glaube, ich krieg eine Grippe. Das ist manchmal auch echt voll peinlich mit dir. Und du bist manchmal echt voll langweilig. Wirst schon sehen, wie das ist ohne mich. Wie lange kennt ihr beide euch jetzt schon? Grummeln und nichts sagen führt zu nichts. Cheyenne ist auf Berenikes Party, soll ich dir nicht sagen. Dafür grummelst du aber ganz schön viel in letzter Zeit. Nee. Warum sollte der mit uns auf eine Party gehen? Weil wir cool sind? Da
am Samstag. Pups, du Muttersöhnchen. Ich habe nämlich alles mit meinem Handy aufgenommen.